Die Mongolen greifen Kaffa an. Khan Jambek und seine Reiterhorden versuchen, die Handelsstadt der Genueser auf der Krim im Sturm zu erobern. Aber die Verteidiger leisten erbitterten Widerstand. Der eigentliche Sieger der Schlacht jedoch kennt weder Freund noch Feind. Er lauert im Verborgenen. Die asiatischen Krieger schleppen die Seuche ein. Der Beginn eines dunklen Kapitels europäischer Geschichte. In nur wenigen Jahren finden vermutlich 50 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung, ein grausiges Ende. Kaffa, das heutige Feodossia, liegt auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. 1346 nach Christus. Die Mongolen belagern die christliche Handelsmetropole, können sie aber nicht erobern. Ein unsichtbarer Feind zwingt die Angreifer in die Knie. Die bösartigste aller Infektionskrankheiten greift um sich, die Pest. In China und der Mongolei taucht die Krankheit erstmals auf. Entlang der traditionellen Handelsrouten breitet sie sich langsam, aber unaufhaltsam aus. Wie ein Expressgut aus der Hölle erreicht die Seuche die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die Angreifer schießen ihre Pesttoten mit Katapulten über die Mauern. So beschreibt Gabriele de Mussis 1348 in seinem Bericht über die Pest in Italien das Geschehen. Ob der Schriftsteller kriegsübliche Gräuelpropaganda verbreitete oder Tatsachen dokumentierte, bleibt bis heute ungeklärt. Fest steht, der Krankheitserreger gelangt nach Kaffa. Während einer nächtlichen Gefechtspause gelingt es einigen Männern, unbemerkt aus der belagerten Festung zu entkommen. Sie wollen zum Hafen und dort auf ein Handelsschiff, das sie heim nach Italien bringt. Die Fliehenden können den Mongolen entwischen. Aber der Schwarze Tod fährt mit. Wer den Bacillus nicht bereits in sich trägt, um den kümmern sich die blinden Passagiere. Pestinfizierte Ratten tragen zur raschen Verbreitung der Seuche bei. Harmlos aussehende Bakterien vergiften das Blut. Yersinia pestis lässt auch den Tieren nur geringe Überlebenschancen. Zur Übertragung der Krankheit auf den Menschen stellt ein Parasit die unheilvolle Verbindung her, der Floh. Etwa 30 Arten eignen sich als Überträger der Seuche, darunter der Rattenfloh und der Menschenfloh. Mark Horton verfolgt die Spur des einzigartigen Siegeszuges der Pest von Italien über Frankreich nach Großbritannien. Bei seiner Arbeit entwickelte der englische Wissenschaftler einen gewissen Respekt für das winzige Tier. Die Flöhe saugen von ihrem Wirt Blut und springen zwischen Ratte und Mensch hin und her. Durch die Weitergabe der Bakterien konnte sich die Seuche sehr schnell ausbreiten. Die winzigen Kreaturen scheinen zu den tödlichsten Tieren auf unserem Planeten zu gehören. Auf der Suche nach einem Wirt überspringt ein ausgewachsener Floh etwa das 80-fache seiner Körpergröße. Ist der erste Schritt von einer Nagerpopulation auf den Menschen gelungen, erfolgt die Weiterverbreitung von Yersinia pestis vor allem durch Tröpfcheninfektion. Der Archäologe und sein Team suchen das Bakterium auf einem mittelalterlichen Friedhof in Südfrankreich. Sie hoffen, dort auf Opfer des Schwarzen Todes zu stoßen. Historische Aufzeichnungen liefern den Wissenschaftlern wertvolle Hinweise auf das verheerende Wüten der Seuche.
Neben den Krankheitssymptomen beschreiben die Texte auch das Ausbrechen der Seuche in Kaffa. Aus der belagerten Stadt entkommen, zeigen einige der Männer bereits auf dem Schiff deutliche Anzeichen der Beulenpest. Wer bis jetzt noch nicht vom Floh gebissen wurde, steckt sich bei den kranken Kameraden an. Noch im selben Jahr erobert der Schwarze Tod etliche Küstenstädte am Mittelmeer, darunter das sizilianische Messina. Medizinisches Wissen über die Ursache der Erkrankung liegt noch hunderte von Jahren in der Zukunft. Ein Überlebender der grausamen Epidemie beschreibt das Szenario. Als die Seeleute heimkamen, schien es, als brächten sie böse Geister mit. Die Städte wurden vergiftet von der ansteckenden Pest. Männer und Frauen starben ganz plötzlich. Während sie uns umarmten und küssten, verbreiteten sie das Gift. Wer keinen körperlichen Kontakt mit den bereits Infizierten hat, läuft dennoch Gefahr, dem Schwarzen Tod auf die Schippe zu springen. Gerne sucht sich die Hausratte unbemerkt ein warmes Plätzchen. Messinas verängstigte Bewohner raufen sich zusammen. Priester und Nonnen sollen sich um die Kranken kümmern. Aber der Geistlichkeit gelingt es nicht, den schwindenden Glauben in der Bevölkerung zu stärken. Sie dachten, Gott habe die Seuche geschickt, weil er aus irgendeinem Grund sauer auf sie sei. Ein Augenzeuge schreibt: Gott sagte, ich verstoße euch. Geht in den Schatten dauernden Wartens. Böse Geister werden kommen, euch zu verschlingen. Kein Entkommen soll es geben. Im Januar 1347 sucht die Seuche die mediterranen Küstenregionen heim und frisst sich kontinuierlich landeinwärts. Unser Wissen über die Pest in Europa stammt aus unterschiedlichen Quellen. Aus Chroniken erfahren wir einiges. Aber als besonders aufschlussreich gilt Giovanni Boccaccios Schrift Decameron. Der Augenzeugenbericht wurde im 14. Jahrhundert in Florenz verfasst. Boccaccio gewährt einen ergreifenden Einblick in einen Kontinent im Banne des Schwarzen Todes. Bereits in der Einleitung erzählt er von Familien, die durch die Seuche gespalten wurden. Nur noch das eigene Überleben im Sinn verließen unzählige Männer und Frauen die Stadt. Sie ließen ihre Angehörigen sowie ihren Besitz im Stich und zogen aufs Land. Die Menschen hoffen in der Natur, fernab dem lichten Gedränge in engen Gassen, der Seuche zu entkommen. Die verpesteten Metropolen sind durchdrungen von üblen Gerüchen, wie von faulen Eiern und nassem Leder, das Aroma des Schwarzen Todes. In vielen Fällen breitet sich ein fast unerträglicher Gestank aus. Manche spucken Blut, andere bekommen dicke Beulen. Für Kranke, die an Schwellungen leiden und ins Koma fallen, gibt es kaum noch einen drinnen. An der Universität von Padua behandelt Dr. Santa Sofia Pestsymptome mit hausgemachten Heilmitteln. Zur Linderung der Qualen schmiert er präpariertes Schweinefett auf die eitrigen Beulen. Inzwischen haben die tödlichen Krankheitserreger das Lymphsystem der Patienten befallen und infizieren die inneren Organe. Herzversagen oder Atemnot bringt schließlich den Exitus.
Der Arzt wird ihnen nur wenig später folgen. Der Siegeszug der Seuche nimmt seinen Lauf. Der schwarze Tod zwingt Europa in die Knie. Die Opfer sterben schneller, als die Kirche sie beerdigen kann. Für die Menschen des 14. Jahrhunderts muss der Schwarze Tod wirklich schrecklich gewesen sein. Sie wussten um die Ansteckungsgefahr, aber weil sie nicht verstanden, wie sich die Pest ausbreitet, waren sie machtlos. Die Führungsspitze der katholischen Kirche residiert in Frankreich. Papst Clemens VI. Konnte Avignon käuflich erwerben. Der von Gott gesandten Plage aber steht die Geistlichkeit machtlos gegenüber. Bereits im Jahr 1347 scheint es offensichtlich, dass die fürchterliche Krankheit durch den internationalen Handelsverkehr weit verbreitet wird. Die Herrscher im mittelalterlichen Europa jedoch unternehmen nichts dagegen. Die Geschäfte laufen wie gewöhnlich. In weniger als 5 Jahren fallen von den etwa 80 Millionen Menschen in Europa vermutlich mehr als die Hälfte dem Schwarzen Tod zum Opfer. Nur wenige Gegenden bleiben verschont. Auch in Frankreich wütete die tödliche Seuche. Auf dem Friedhof nahe einer Abtei bei Bordeaux graben Mark Horton und sein Team Gebeine aus dem 14. Jahrhundert aus. Erst kürzlich gelang es einem französischen Wissenschaftler, DNS-Spuren des Bakteriums zu isolieren. Am besten erhält sich die DNS gewöhnlich im Zahnmark. Dort wird es sehr schnell absorbiert. Natürlich besteht auch dort ein gewisses Risiko der Verunreinigung. Die Archäologen setzen ihre Suche nach weiteren Hinweisen auf Yersinia pestis fort. 1348 schlägt das tödliche Bakterium Avignon in seinen Bann. Papst Clemens VI., ein wortgewaltiger Prediger, steht in dem Ruf, einen extravaganten Lebenswandel zu führen. Der Papsthof gilt als Stätte ausschweifenden Lebens und als Ort der Hurerei. Er war ein besonders vergnügter Papst, ein Mann für Partys. Manche meinten, der Schwarze Tod sei durch sein Fehlverhalten verursacht worden. Für die Gläubigen besitzt das Oberhaupt der Kirche die Schlüssel zum Paradies. Nach dem Dichter Boccaccio speisen Pestopfer im Paradies mit ihren Freunden zu Mittag und ihren Ahnen zu Abend. Den Termin zum Festmahl in himmlischen Gefilden gedenkt der Papst aber noch so lange wie möglich hinauszuzögern. 4 Monate lang sitzt der Heilige Vater zwischen den Feuern. So macht Clemens VI. Keine Bekanntschaft mit Yersinia pestis. Er stirbt erst 4 Jahre später. Bis zu seinem Tod versucht der Papst, Überlebenden der Katastrophe zu helfen. Ebenso rasch, wie sich die Seuche verbreitet, kursieren Theorien über ihre Verbreitung. Verfechter der Ansteckungstheorie glaubten, die Seuche würde durch Berührung weitergegeben. Die Miasma-Theorie ging davon aus, dass sich die Pest durch faule Luft ausbreitet. Ein Nebel, der über das Land streift und die Menschen infiziert. Dem ansteckenden Dunst zu entkommen, war unmöglich. Eine allgemeine Ahnung des kommenden Untergangs macht sich breit. Den Tod vor Augen beschließen viele ausschließlich für den Augenblick zu leben. Traditionelle Moralvorstellungen lösen sich beim Tanz auf dem Vulkan in Wohlgefallen auf. Diejenigen, die nicht vom nahen Ende überzeugt sind, versuchen zu fliehen oder ihr gewohntes Leben weiterzuführen. Plätze wie dieser trugen maßgeblich zur Verbreitung der Pest über Westeuropa bei.
Markthallen gab es etwa alle 15 Kilometer. Und wöchentlich kamen die Menschen dorthin, um Waren zu handeln. Ratten huschten am Boden umher. Die Flöhe sprangen in die Kleider und Schuhe und infizierten die Bevölkerung. Das System der Wochenmärkte ermöglichte es dem Schwarzen Tod, sich mit verheerender Geschwindigkeit auszubreiten. Viele Bürger ziehen sich wie Einsiedler in ihre Häuser zurück. Doch nichts kann die Pest aufhalten. Familien entzweien sich. Nicht selten werden die Kranken ausgestoßen. Ein gewaltiges Massensterben durchlöchert das soziale Netz. Das gewachsene Gefüge von Recht und Ordnung wird in seinen Grundfesten erschüttert. Gläubige Kirchenanhänger sehen die Pest als Strafe Gottes. In Erwartung des Unheils bitten sie in Prozessionen und Ritualen um Vergebung der Sünden. Bereits 1349 verbietet der Papst öffentliche Selbstgeißelungen. Die Flagellanten organisieren dennoch Umzüge durch die Stadt. Die religiöse Bewegung missachtet die kirchlichen Autoritäten. Als direkte Mittler zwischen Himmel und Erde predigen ihre Vertreter Reue und Umkehr. Zur Buße für ihre eigenen Verfehlungen und die der Gesellschaft peitschen sie sich, bis das Blut in Strömen fließt. Während Teile von Polen, Belgien und Süddeutschland von der Pestwelle verschont bleiben, schwappt sie in nur 7 Monaten über ganz Frankreich. Die Rhone dient seit einer speziellen Segnung durch Clemens VI. Als Notfallfriedhof. Um der Geißel Gottes zu entgehen, rufen die Verzweifelten den Beistand der Heiligen an. Rochus und Sebastian heißen die berühmtesten unter den mehr als 50 Pestbeschützern. Gräber auf einem der überfüllten Friedhöfe sind begehrt. Kalk auf den Leichen soll die Seuche bannen. In permanenten Sonderschichten versuchen Geistliche und Totengräber, der Leichenflut Herr zu werden. Zur selben Zeit dauert der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich an. Unweit der Abtei von Bordeaux forschen die Wissenschaftler nach Zusammenhängen zwischen der Pest und den damals vorherrschenden Lebensumständen. Heutzutage würde eine Pestepidemie wohl nur in Regionen ausbrechen, in denen Menschen an Hunger leiden müssen. In Ländern wie Äthiopien zum Beispiel. Die Seuche trat auch in Vietnam während des Krieges mit den USA auf. Es sollte also nicht überraschen, dass sich die Pest damals in Westeuropa verbreiten konnte. Als der Schwarze Tod im Mittelalter durchs Land streifte, war ein Mineral besonders gefragt. Gewöhnlicher Kalk, wie er auch im Garten verwendet wird. Der Glaube, das weiße Pulver könne die Seuche stoppen, war weit verbreitet. Für die Archäologen heute bedeuten Kalkfunde meist einen eindeutigen Hinweis auf Pestopfer. Auch diesmal scheint sich der Verdacht zu bestätigen. Ich vermute, da haben wir einen Schädel. Das ist der erste Totenkopf. Das heißt, dies ist keine Schuttgrube, sondern ein Grab, gefüllt mit Körpern.
Die Archäologen in Hortons Team legen zunächst zwei Skelette frei. Dann heißt es für die Wissenschaftler zu bestimmen, ob ihre Besitzer zur Zeit des Schwarzen Todes starben. Es ist interessant für uns, dass sie in einer dicken Kalkschicht lagern, der ätzendsten Substanz, die im Mittelalter bekannt war. Vermutlich waren die Körper von einer schweren Krankheit befallen. Zur Bestimmung des ungefähren Alters der Skelette sollen zunächst Kohlenstoffpartikel aus dem umgebenden Kalk einer Radiokarbon-Datierung unterzogen werden. Das wird uns ein ziemlich genaues Datum für den Zeitpunkt liefern, an dem der Kalk in das Grab geschüttet wurde und damit auch für die Beerdigung. Für den Experten präsentieren sich die Gebeine in miserablem Zustand. Mehr als 6,5 Jahrhunderte nach dem Ereignis gestaltet sich die Bestimmung der exakten Todesursache als äußerst schwierig. Nur eine DNS-Analyse kann den endgültigen Beweis für die Pest als Ursache liefern. Die Krankheitserreger können im Skelett nicht überleben, aber die DNS des stäbchenförmigen Bakteriums kann von den Knochen absorbiert werden. Mithilfe der Molekularbiologie wollen wir herausfinden, ob das für die Pest verantwortliche Bakterium Yersinia pestis in Zähnen und Knochen der Individuen vorhanden ist. Die Laboranalysen beginnen bald nach der Überquerung des Englischen Kanals. Denselben Weg vom Kontinent auf die britischen Inseln nahm auch der Schwarze Tod in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Bewohner Großbritanniens hofften, die See und ihre Marine würden sie vor allem Unheil schützen. Es sollte anders kommen. Um die Ansteckungsmechanismen zu verdeutlichen, ist für die Forscher von entscheidender Bedeutung, wo die Krankheit in England zum ersten Mal auftauchte. Die Fährte führt zu einem Seehafen an der französischen Küste, der damals den Engländern gehörte. Das Gemäuer wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts von Edward I. erbaut, als Stützpunkt, um den Handel zu kontrollieren. Von Gironde Estuarie im Westen Frankreichs wurde Wein nach England exportiert. Dort ist vermutlich der Ort, von dem aus der Schwarze Tod von Frankreich nach England gelangte. Vermutlich in Southampton, auch heute noch eine bedeutende Hafenstadt, erreichte Yersinia pestis englischen Boden. Die Schiffe, die von Frankreich kamen, liefen mit Wein und anderen Waren hier in Southampton ein. Der englische Adel fand damals Geschmack an dem französischen Rebensaft. Die Keller der Gasthäuser waren gefüllt mit Wein. Doch der leidenschaftliche Genuss wird zum Handlanger des Schwarzen Todes. Die importierten Waren verschwanden zunächst in den riesigen Lagerräumen des Hafens. Wir befinden uns hier in einem der mittelalterlichen Keller von Southampton. Von hier aus gelangte der französische Wein ins Landesinnere, in die Städte und die Besitztümer der Bischöfe. Mit ihm kam der Schrecken des Schwarzen Todes. Auf den Schiffen zwischen den Fässern krabbelten die Ratten. Wir wissen das, weil wir Rattenknochen gefunden haben. Das ist der Schädel einer Ratte aus dem Mittelalter, aus der Zeit des Schwarzen Todes. Mit den kleinen Kreaturen und den Flöhen in ihrem Fell, die dann auf die Menschen übersprangen, kam der Schwarze Tod nach England. In den feuchten Kellern als ideale Brutstätte kann sich die Rattenpopulation rapide vermehren. Und mit ihnen die Flöhe und Krankheitserreger.
Die tödliche Seuche dringt etwa 20 Kilometer pro Monat ins Landesinnere vor. Sie hinterlässt eine Spur des Grauens. Mehr als die Hälfte der Briten fällt Yersinia-Pestes zum Opfer und stirbt in nur wenigen Tagen. Ein Augenzeuge beschreibt die verheerende Katastrophe. Die beklagenswerteste aller Seuchen kam von der Küste über Southampton nach Bristol. In kurzer Zeit ging das blühende Leben der Stadt zugrunde. Manche blieben mehrere Tage im Bett, andere nur einige Stunden, bevor sie starben. In der Ashwell-Kirche in Hertfordshire ritzt ein verzweifelter Mönch ein letztes Vermächtnis in die Wand. »1350. Elend, stürmisch, wahnsinnig. Allein der Abschaum überlebt als Zeuge. Das Wetter präsentiert sich ungewöhnlich kalt und regnerisch. Von August bis Weihnachten hören die Niederschläge im Süden und Westen des Landes nicht auf. Ständig nieselt es. Der Dauerregen und die Kälte halten die Engländer in ihren Häusern. Auch die Hausratte liebt die Wärme der Menschen. Als der Himmel wieder aufklart, sind ganze Familien ausgerottet, Dörfer verwaist und die Pest hat neue Opfer gefunden. In großer Angst bleibt bei einigen Leuten die Mitmenschlichkeit auf der Strecke. Die Gemeinden versuchen, sich von der Außenwelt abzuschotten. Die Bewohner von Gloucester vergessen ihre Gastfreundschaft. Sie verwehren Reisenden aus verseuchten Regionen den Eintritt in die Stadt. Ein Augenzeuge schreibt: Sie glaubten, der Atem derer, die unter den Toten weilten, sei ansteckend. Deshalb ließen sie niemand aus Bristol herein. Keiner wollte etwas mit den Kranken zu tun haben. Auch rührte niemand die Sachen der Verstorbenen an, selbst wenn sie einst wertvoll waren. Der aufgebrachte Mob hindert auch die Vertreter der Kirche an der Überführung der Leichen auf die Dorffriedhöfe. Diejenigen, die sich um die Opfer kümmerten, folgten ihnen bald ins Grab. Auf dem Höhepunkt der Epidemie beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Priesters nur 3 Wochen. Selbst der massive Wall seines Palastes bietet dem Bischof von Bath und Wells nicht genügend Schutz vor der grassierenden Seuche. Die Angst treibt den Kirchenfürsten schließlich in die Flucht. Er lässt seine Schäflein im Stich und verlässt die Residenz. Auf einem Landsitz zieht sich der Bischof zurück in die Isolation. Mächtigen und wohlhabenden Personen gelingt es leichter, dem vernichtenden Raubzug von Yersinia-Pestes zu entkommen. Den einfachen Bürgern im überfüllten, verschmutzten London jedoch bleibt kaum eine Möglichkeit zur Flucht. Auch König Edward weilt in der Metropole. Seine Majestät verfasst ein Beschwerdeschreiben an den Oberbürgermeister von London. Ein königlicher Bote überbringt den Brief. Darin steht: In den Straßen und Gassen breitet sich Gestank aus, sie sind verdreckt mit Fäkalien. Die verschmutzte Luft in der Stadt stellt eine Gefahr für die Menschen dar, speziell in diesen Zeiten der ansteckenden Krankheit.
Jede Seuche hätte sich damals wie ein Lauffeuer durch die Stadt gefressen. Die Bevölkerungsdichte war extrem hoch. 40.000 bis 60.000 Menschen auf etwa einem Quadratkilometer zusammengepfercht. Dazu sehr enge Gassen. Die Menschen lebten auf Tuchfühlung. Barney Sloane leitet archäologische Projekte am Londoner Museum. Heute deckt er eine spezielle Sammlung auf, die der Besucher nicht zu Gesicht bekommt. Dies ist der Lagerraum für alle Skelette, die in London archäologisch ausgegraben wurden. Ungefähr 18.000 Individuen werden hier aufbewahrt. Wir heben sie nur auf, um sie zu untersuchen. Das ist ein Stück aus einem Grab mit Pestopfern. Viele der 18.000 Menschen, deren sterbliche Überreste nun in Pappkartons ruhen, fielen dem schwarzen Tod zum Opfer. Mindestens 1.000 von ihnen hat Barney Sloane entdeckt. Nur ungefähr 250 Meter vom Londoner Tower entfernt gelang ihm der historische Fund. Vor etwa 15 Jahren hoben wir hier unter den Gebäuden über 1.000 Gräber eines Pestfriedhofs aus. Vermutlich liegen noch immer Hunderte irgendwo dort unten. Es war das erste Massengrab von Pestopfern, das archäologisch untersucht wurde. Der Wissenschaftler war von dem Anblick überwältigt. Die Ausgrabungen zeigten, dass die Körper in riesigen Gräben, in 5 Schichten übereinander gestapelt lagen. Das verdeutlicht die Wirren und Schrecken dieser Zeit. Die Forscher finden zwischen den menschlichen Gebeinen auch die Knochen der Kreaturen, die den Tod in zahllose Häuser brachten. Wir vermuten, dass dieses kleine Biest hier für die Verbreitung der Seuche in London mitverantwortlich war. Im Januar 1349 ist bereits die Hälfte der Einwohner Londons tot. Gigantische Massengräber werden angelegt. Während der großen Pestepidemie im Jahr des Herrn 1349 wurde der Gottesacker gesegnet. Dann fanden über 50.000 Tote auf dem Kirchengelände die letzte Ruhe. Gott erbarme. So ein Zeitzeuge. Die Totengräber des Mittelalters betrachten es als ihr gutes Recht, die Wertgegenstände, die sie bei den Leichen finden, einzustecken. Doch bei den Pestopfern lassen sie die Hände an den Schaufeln. So fanden sich Münzen bei den Toten. Das bedeutet vermutlich, dass sie nicht genau durchsucht wurden und vermittelt einen Eindruck über den harten Job damals, all die Leute zu begraben. Nur wenige Jahre nachdem der erste Floh den Krankheitserreger übertragen hat, ist vermutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung infiziert. Dann scheint der schwarze Tod zu verschwinden. Nachdem die Epidemie im Jahr 1350 ihren Höhepunkt erreicht hat, flaut sie schlagartig ab. Wahrscheinlich gibt es 2 Gründe für das plötzliche Ende der Seuche. Zum einen hat sich das Immunsystem der Überlebenden gegen das Bakterium gewappnet. Zum anderen starben die Ratten aus, die den Bacillus in sich trugen. Der enorme Bevölkerungsschwund zieht einschneidende soziale Veränderungen nach sich und beschleunigt einen tiefgreifenden Wandel in der mittelalterlichen Gesellschaft. Ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung findet Zugang zu Landbesitz oder bezahlten Arbeitsplätzen. Die Löhne in den Städten steigen sprunghaft an. Mancher wird durch den Tod der Verwandten reich. Diejenigen, die das Vermögen von Verstorbenen erbten, profitierten natürlich am meisten von der Seuche. Während es den Überlebenden materiell besser geht, erlebt die Baukunst zunächst einen deutlichen Einbruch. Die Winchester-Kathedrale ist eine Mischung aus kunstvoller Arbeit aus der Zeit vor der Pest und einfachen Linien aus der Zeit danach. Das Fehlen eines Großteils erfahrener Handwerksmeister machte sich bemerkbar.
Bis zu der Zeit hatten einfache Leute die Doktrin der Kirche akzeptiert, ohne sie zu hinterfragen. Nach der Katastrophe fragten sie sich, welche Macht besitzt die Kirche, sich um dich und mich zu kümmern? Das gab den Anstoß für rationale Ideen und Gedanken. Vielleicht sogar für den Beginn der Renaissance. Mit dem Verfall kirchlicher Autorität stieg die Bedeutung der Wissenschaft. Doch mehr als ein halbes Jahrtausend sollte noch vergehen, bis DNS-Analysen zum methodischen Repertoire der Forscher gehörten. An der Universität in Manchester werden Proben der Gebeine von mutmaßlichen Pestopfern untersucht. Die Wissenschaftler versuchen, Spuren der DNS von Yersinia pestis zu isolieren. Knochen- und Zahnfragmente werden bearbeitet und mit Chemikalien versetzt. So hoffen die Forscher, aus den winzigen Skelettpartikeln genetisches Material auszusondern. Okay, Kate, let's have a look and see what's there. Kate Robson Brown hat die Aufgabe, die DNS-Analysen zu kontrollieren. Die untersuchten Proben stammen aus der Grabstätte in Frankreich und vom Friedhof in Hereford in England. Nach monatelanger archäologischer Arbeit und Wochen des Wartens auf die Ergebnisse steht das Resultat fest. In keinem der ausgewählten Skelette können die Experten DNS-Spuren des Bakteriums nachweisen. Bedeutet das Resultat, die Personen hatten nicht die Pest? Nein, es ist trotzdem gut möglich, dass sie an der Pest starben. Vielleicht ist die DNS einfach nicht erhalten geblieben. Für die Forscher ist es lediglich eine Frage der Zeit, bis sie Überreste des Erbgutes von Yersinia pestis nachweisen können. Tausende Proben warten darauf, untersucht zu werden. Darunter auch Knochenmaterial von Opfern der Seuche aus dem 17. Jahrhundert. Etwa 300 Jahre, nachdem der Schwarze Tod fast ganz Europa heimgesucht hat, bricht die Seuche in Nordengland erneut aus. In Iam berichten stumme Zeugen von der tödlichen Epidemie. Eine Gedenkstätte in der kleinen Stadt lockt geschichtlich interessierte Besucher an. Der Legende nach erhielt im Jahr 1665 der Dorfschneider einen Ballen Stoff aus London. Die Ware war etwas feucht geworden. Nicht ahnend, was ihn erwartet, breitet der Meister die Bahnen zum Trocknen aus. Plötzlich wird er überfallen. Pestinfizierte Flöhe beißen den Schneider. Die Krankheit beginnt sich auszubreiten und steckt eine Familie nach der anderen an. Um die Verbreitung der Pest zu stoppen, verordnen sich die Dorfbewohner völlige Isolation von der Außenwelt. Sie stellten drei Regeln auf: die Toten schnell zu beerdigen, Kontakt mit den Nachbarn zu vermeiden und die Quarantäne zu akzeptieren. Als die Bewohner der Nachbardörfer von der freiwilligen Isolation erfuhren, zeigten sie an dem Grenzstein ihre Unterstützung. An diesem vereinbarten Platz hinterlegten sie Nahrungsmittel. Die dankbaren Bewohner von ihm hinterließen Münzen, die sie in die Löcher steckten. Zur Desinfektion waren die mit Essig gefüllt. Etwa ein Drittel der Einwohner von Iam starb an der Pest. Die Seuche erreichte aber nicht die umliegenden Ortschaften.
Hätten die Menschen im Mittelalter sich derart umsichtig verhalten, vermutlich wäre Europa der bislang größten historischen Katastrophe entgangen. Bisher gingen Historiker von etwa 25 Millionen Opfern der Seuche im 14. Jahrhundert aus. Neuere Untersuchungen jedoch kommen auf etwa 50 Millionen Pesttote. Auch heute ist die Pest noch nicht besiegt. Weltweit gibt es jährlich Hunderte von Krankheitsfällen. Hygienemaßnahmen und moderne Behandlungsmethoden verhindern jedoch eine globale Ausbreitung. Die letzte Pestepidemie trat 1994 in Indien mit 234 erwiesenen Fällen auf. 56 Menschen starben an der Seuche. Wissenschaftler sind sich einig, dass Yersinia pestis irgendwo lauert und auf eine neue Gelegenheit wartet. Verstehen wir die Vergangenheit, dann können wir die Gegenwart verstehen und auf gewisse Weise die Zukunft absehen. Es könnten neue Viren entstehen mit verheerenden Folgen für die Weltbevölkerung. Studien auf archäologischer Grundlage können uns helfen, sie künftig besser zu beherrschen. Die Vergangenheit und die Gegenwart verstehen heißt auch, dem schwarzen Tod in der Zukunft keine Chance geben.